Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Thema Glyphosat wird beherrscht von Emotionen, von Verunglimpfung, von Angst und Panik. Wir haben das soeben ja alles erlebt. Um Ihre Anträge, die ja in zahlreicher Form gestern eingegangen sind, aber sachgerecht beurteilen zu können, müssen wir uns deshalb heute mit vier Tatsachen auseinandersetzen. Das ist zum Ersten das Zulassungsverfahren. Fakt ist nun mal, dass vor jeder Zulassung bzw. vor jeder Verlängerung eines Pflanzenschutzmittels dieses auch wissenschaftlich genau begutachtet wird. Dafür gibt es ein aufwendiges Prüf- und Zulassungsverfahren, das in den einschlägigen EU-Verordnungen klar geregelt und auch definiert ist. Es ist eine reine rechtliche und wissenschaftliche Grundlage, ob eine Zulassung erteilt wird oder nicht. Und es ist keine politische Ermessensentscheidung. Wenn wir heute über den Ausstieg von Glyphosat sprechen, werden daher nicht nur unsere eigenen Behörden und Wissenschaftler in ihrer fachlichen Qualität und Arbeit, sondern auch rechtliche Grundlagen insgesamt infrage gestellt. Wie gefährlich ist nun Glyphosat? Der Wirkstoff Glyphosat wirkt auf Enzyme, die ausschließlich bei Pflanzen vorkommen, also weder bei Menschen noch bei Tieren. Der Einsatz ist in Deutschland seit langem sehr streng geregelt. Glyphosat weist eine geringe Mobilität auf, das heißt, es verbreitet sich nicht selbstständig. Es bindet schnell am Boden, kann also auch nicht ausgewaschen werden und wird von Bodenbakterien biologisch rasch abgebaut. Glyphosat ist das am besten untersuchte Pflanzenschutzmittel weltweit. Es gibt rund 1000 Studien, das gibt es sonst bei keinem anderen Wirkstoff, und galt als unbedenklich, bis die Internationale Agentur für Krebsforschung, die IARC, im Jahr 2015 zu ihrer Bewertung kam, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend sei. Und damit kommen wir zu Punkt 3, nämlich die Bewertung durch die IARC. Meine Damen und Herren, die IARC ist die einzige Organisation überhaupt, die zu diesem abweichenden Urteil kam. Weltweit kamen staatliche Behörden zum gegenteiligen Bewertungsurteil. Ich nenne mal einige. Das gemeinsame Gremium der WHO und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die Umweltschutzbehörde der Vereinigten Staaten, die kanadische Bewertungsbehörde für Schädlingsbekämpfungsmittel, das kanadische Gesundheitsministerium, die japanische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die neuseeländische Umweltschutzbehörde, die australische Regierungsbehörde für Pflanzenschutzmittel und Tiermedizin und auch und vor allem die europäischen Behörden, nämlich die EFSA und die ECHA, die Behörden für Lebensmittelsicherheit und die Chemikalienagentur, bestätigen die Bewertungen, dass Glyphosat eben nicht krebserregend ist. Herr Kollege Ferrer, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Künast? Das machen wir nachher. Okay. Und trotz der Einschätzung der IARC ist Glyphosat eben nicht gefährlicher als Wein, als Bratwürste, als Frittiertes, als Haarfärbemittel, als Schichtarbeit oder sogar auch als Mate-Tee. All diese Produkte sind nämlich als wahrscheinlich krebserregend klassifiziert und niemand verzichtet darauf oder verbietet sie gesetzlich. Denn grundsätzlich sagt eine Klassifizierung nichts darüber aus, ob tatsächlich eine Krebserkrankung ausgelöst wird oder nicht. Und damit komme ich zum Punkt 4 meiner Rede, nämlich zu den möglichen Alternativen, zu Glyphosat. Es gibt kein biologisches oder auch kein anderes chemisches Pflanzenschutzmittel, das die positiven Eigenschaften von Glyphosat aufweist. Für die nahe Zukunft ist es fraglich, ob sich ein neues Herbizid entwickeln lässt. Und selbst dann würde es ewig dauern, bis es uns zur Verfügung stehen würde, wenn wir uns nämlich die heutigen Zulassungsverfahren und vor allem ihre lange Dauer anschauen. Und insofern stimmen wir dem Antrag der FDP zumindest in einigen Punkten zu. Nämlich, wir müssen die Zulassungsverfahren, die Verfahrensabläufe dringend optimieren. Pflügen und Eggen. Pflügen und Eggen werden oft als Alternative genannt.
Aber wir müssen schon ehrlich sein, wir müssen schon fair sein und wir müssen die Alternativen nach gleichen Kriterien wie Glyphosat auch bewerten. Nämlich der Eingriff in die Biodiversität beim Pflügen ist erheblich größer als der Eingriff durch Glyphosat. Wer sein Feld zwischen den Fruchtfolgen umgräbt, der schadet den Mikroorganismen, der schadet den Regenwürmern. Die Bodenfeuchtigkeit nimmt ab und die Erosionen sind die Folge. Von der Umweltbelastung durch Dieselabgase haben wir noch gar nicht geredet. Wir haben ein Mehrfaches an Ausstoß an Dieselabgasen. Ich fahre selber seit 40 Jahren den Flug. Glauben Sie mir, ich kann das beurteilen. Wir haben seit mehr als 40, wir haben mehr Dieselausstoße als beim Einsatz von Glyphosat. Und wie Sie selber auch wissen, Dieselabgase sind sicher krebserregend. Die Anträge von SPD, von Grünen und von der Linke verweisen, dass der Einsatz von Glyphosat der Biodiversität schade. Aber, meine Damen und Herren, selbst wenn man Unkraut von Hand ausrupfen würde, wäre es die gleiche Auswirkung. Ja, wir müssen etwas für die Biodiversität tun. Wir müssen etwas tun für den Erhalt von Insekten und Vögeln. Da sind wir ja beieinander. Aber das können wir nicht tun mit dem Verbot eines Pflanzenschutzmittels, das nur in geregelten Fällen zum Einsatz kommt, sondern da müssen wir schon selber proaktiv werden. Und aus diesem Grund, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat Landwirtschaftsminister Christian Schmidt gleichzeitig mit der Zustimmung Deutschlands für eine Verlängerung von Glyphosat wichtige Verbesserungen für die Pflanzen- und Tierwelt durchgesetzt, wie eben die Wiederaufnahme der Biodiversitätsklausel. Damit hat Bundesminister Schmidt erreicht, dass die in ihren Anträgen geforderten Maßnahmen überhaupt erst in Erwägung gezogen werden können. All dies hätten wir bei einer Verweigerungshaltung nicht erreicht. Die Kommission hätte nämlich dann den Wirkstoff ohne diese Bedingungen verlängert. Sie sollten also dem Minister dankbar sein und ihn nicht attackieren. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Ferber. Die Kollegin Künast bittet um eine Kurzintervention, die ihr gewährt werden soll.